Guten Morgen alle Zuschauer an dieser Stelle hier zum JFD Live Trading TV. Heute vom 23.07.10:40 Uhr und wir wollen hier mal ganz genau auf den Markt schauen, den DAX sozusagen wieder einmal unter die Lupe nehmen. Und interessant hierbei, dass der DAX so ein Stück weit immer noch in der Range von gestern verweilt. Es wurden ja hier die Marken genannt: 10.600 auf der Oberseite, 10.500 auf der Unterseite. Und ja, wie wir sehen, wir gehen mal hier in den Stundenchart direkt mal rein. Wie wir sehen, haben wir hier noch nicht wirklich was bewegen können. Wir sehen vielmehr hier eine seitwärts gerichtete Tendenz, die gestern interessanterweise eben unterhalb von 10.600 Punkte sich nach Süden verabschiedete. Tagesverlust minus 0,72% nach Xetra. Dann gab es eine gewisse Seitwärtslethargie, um dann praktisch heute Morgen hier nochmal ein Stück weit durchzustarten. Die Marke von 10.600 Punkten im vorbörslichen Handel hier sogar zu überwinden, aber dann mit Opening European Session 9 Uhr kippte der DAX direkt wieder zurück. Eine ähnliche Situation sahen wir dann auch gestern im Laufe des Vormittags. Zunächst positiv, dann aber allerdings zur Hauptsession, dann im weiteren Vormittagshandel schwächer. Jetzt die Frage, wie geht es weiter? Wir haben hier im Bereich 10.500 den massiven Support gestern erst bestätigt. Diese Horizontallinie ist heute von höchster Wichtigkeit. Sollte der DAX dieses Niveau unterschreiten, dann muss man ganz klar davon ausgehen, dass der Markt hier eine weitere Schwäche bis in den bereits bekannten benannten Bereich 10.350, 11.400 Punkte vollzieht. Das wäre in jedem Falle das präferierte Szenario, welches wir hier an dieser Stelle, ja, wenn es unter 11.500 Punkte geht, ganz klar favorisieren müssen. Auf der Oberseite gilt das Niveau von 11.600 Punkten. Solange wir da nicht drüber rausziehen, ist der DAX ja im Konsolidierungs-Abwärtsmodus gefangen, was dann eben nach wie vor Rücksetzer auf der Südseite zulässt. Bullisch wäre es erst, wenn wir hier deutlich rausziehen über 11.600 Punkte. Dann sind relativ zügig 11.700 drin und gegebenenfalls kommt es dann in den Folgestunden im außerbörslichen Handel, Schrägstrich im weiteren Tagesverlauf, womöglich sogar schon wieder zur anziehenden Notierung. Aber aktuell Obacht geben auf die Marke von 11.500 Punkten. Denn, wie auch gestern schon bewertet, wir sind in Range dieser Kerze hier vom 16. Juli. Dort sind wir drin gefangen und wir haben bislang keinen Daily Close unterhalb dessen gemacht. Wenn wir jetzt hier nochmal unter das gestrige Tief rausgehen oder speziell die Marke von 11.500 Punkten eben per Stunde unterschreiten, dann sind die Risiken auf der Südseite doch schon arg groß, deswegen, weil wir dann ein Close, ein neues Verlaufstief, wenn denn der Handel da auch heute endet, runter absolvieren, was in der Folge dann hier sicherlich auch weiteren Verkaufsdruck ausüben dürfte, beziehungsweise hier dann insbesondere schon auf Intraday-Basis dann natürlich sichtlich negative Signale vorauswirft und das dürfte dann letzten Endes hier zu einer weiteren Schwächephase führen, die hier das besagte Niveau von 11.350, 11.400 Punkten in den Fokus rückt. 11.300 auch dahingehend interessant, da wir hier diese Abwärtstrendlinie haben, die etwas justierte Abwärtstrendlinie. Wäre alles, wie gesagt, noch gar nicht dramatisch, wenn es ein Pullback in diesem Bereich gibt, dann, wie gesagt, wäre es als Pullback anzusehen und insofern grundsätzlich ein positiver Hintergrund, der dann hier den DAX von diesem Niveau ausgehend wieder nach oben ziehen könnte. Das bleibt mal zu beobachten. Rein technisch, wie gesagt, sind die Chancen dafür gegeben, dass der Markt hier noch weiter zurücksetzt und hier entsprechend das Alternativszenario jetzt direkt weiter anziehender Preise nicht vollzieht, sondern hier eben einen anständigen Pullback durchführt. Was aber völlig legitim ist, und auch wenn wir das jetzt mal mit Fibonacci einfangen, hier nach der 24-Stunden-Indikation vom Low zum High, dann sehen wir hier sehr schön, dass wir hier das 38er Fibonacci-Level, wenn wir denn hier in die Region 11.350, 11.400 oder besser gesagt grob 11.3, 11.4 absacken, dann hätten wir hier exakt bei 11.350 plus minus ein paar Pünktchen das 38er Fibonacci Level. Und das wäre natürlich hier von diesem ausgehenden Aufwärtsimpuls seit Anfang Juli eine hervorragende, ja, Pullback-Gelegenheit im Sinne des goldenen Schnitts, im Sinne vom Fibonacci, hier praktisch eine Konsolidierung, einen Rücklauf bis zum 38er Fib-Level zu vollziehen, um dann von dort ausgehend rein trendbewegungstechnisch den nächsten Aufwärtsimpuls zu starten, der dann auch über 11.7 in Richtung 11.900 und womöglich sogar noch mehr führen könnte. Sehr, sehr interessante Situation, aber kurzfristig DAX hier für mein
Verständnis eher eine Short-Option mit kurzfristig weiteren Abgaben. Das, wie gesagt, erst wieder relativiert, wenn wir hier nochmal deutlich über F6 rausziehen. Alles kann, nichts muss, aber der Markt bleibt spannend. Insofern sage ich schon mal danke fürs Einschalten, liebe Zuschauer. Wünsche Ihnen jetzt noch einen erfolgreichen Resttag. Zur Mittagszeit schalten wir uns nochmal auf und beobachten mal den einen oder anderen Extramarkt. Bis dahin wünsche ich Ihnen erstmal viel Erfolg bei Ihren Geschäften. Ihr Christian Kämmerer und tschüss.